Eichentischbau. In diesem Projekt wird wieder nach der Mundart gesprochen. Ich bin der Hallo. Servus, Eichentischbau. Ein Wahnsinn. Wir. Schön. Dieses Projekt ist jetzt. Die Lade habe ich schon ausgespannt. Und weil ich da unaufmerksam war, also unaufmerksam war ich eigentlich eh, aber wenn die Lade höher war, wäre ich mit Boden weiter in die Hege gegangen und dann wäre hier herinnen die Nut gewesen. So, dadurch, dass die eh so kleine ist, habe ich es zu weit unten gegeben, also weit unten gegeben und somit sieht man die hier. Sonst wäre ich da hinten gewesen. Also mir ist das normal so noch nie passiert, weil ich immer die Lade größer mache. Oder leime ich jetzt was rein. Also da unten habe ich schon reingesteckt. Da schnitze ich mir das mein Stanley-Messer so zu. Das passt. Wie immer. Leim. Leim macht die Arbeit fein. Und das rein ein bisschen, aber nicht viel, sonst springt das. So, hier dasselbe. Leim. Und das Sprichel immer dazu sagen. Leim macht die Arbeit fein. Jetzt kann man sich das da her zum Schleifen. Da kann man jetzt überhaupt nicht mehr erkennen, dass da eine Ladschiene, also eine Führungsschiene angeleimt wurde. So, jetzt ist das geschliffen. So, das schraffe ich jetzt da professorisch. Einmal an die Füße an. Jetzt nehme ich Torx-Schrauben und später nehme ich da schon Schlitzschrauben, Alter. Der Tisch hat Schlitzschrauben verdient. Haus. Ich hab alles, was ich brauch. Ich hab viel Blumen. Hinten muss ich dann ein bisschen wegnehmen in der Breite und dann sehen sie wieder. Jetzt habe ich ihn wieder zerlegt alles, es passt jetzt alles. Jetzt wird alles geschliffen und dann, wenn das geschliffen ist, wird das einmal verleimt. Dann wird die Seite geölt und dann wird das Ganze umgedreht und dann wird die andere Seite geschliffen und auch geölt. Also das wird noch so circa 2 Tage jetzt in Anspruch nehmen. Ich hab ein Haus, ich hab alles, was ich brauch, ich hab viel Blumen und einen Strauch hab ich auch. Du hast viel Blumen und einen Strauch hab. Jetzt hab ich mit der Bandschleifmaschine mit einem 60er Papier geschliffen alles. Jetzt ist ein 100er noch dran. Einen Strauch hast du auch. Ich hab eine Frau und ich hab ein Kind. Das Leben rennt weiter und das fühlt zu kühl. Da unten lasse ich ein paar Hocker, lasse, dass man sieht, von Schrupp habe ich was noch. Weil das finde ich immer recht interessant. Jetzt schleife ich noch alles mit 120er nach und dann mit der Hand mit 220er, dass glatt alles ist. Das Leben rennt weiter und das fühlt zu geschwind. Jetzt werden die Füße und die Blenden noch wieder mit demselben Durchgang 120, also 100 und 120 geschliffen, also ohne Bandschleifmaschine, das habe ich da schon gemacht. Das ist nur ein neues 100er Papier, weil das sehr schnell stumpf wird von dem harten Holz da. Bei so Füßen, die was quasi schon mal im Einsatz waren, die waren ja einmal ein Türstock. Da ist es auch wichtig, dass man nicht allzu viel schleift, meiner Meinung. Man soll schon sehen, dass das schon einmal wo verbaut war. Mir gefällt das. Und da wäre der Strich ein bisschen von dem Streichmoos und so. Also ja, die Seite ist überhaupt interessant. Da sieht man sogar die Bandsägespuren noch. Und das ist überhaupt, ja, super. Die Blenden werden jetzt noch geschliffen. Hier habe ich mir vorher einen Strich reingemacht, wieder zusammengebaut war der Tisch. Hier ist die
die Tischplatte bündig. Hier geht's gerade weiter. Und somit hat die Lade oben eine Führung, also einen Anschlag. Also sie kann somit nicht in die Höhe kippen. Hier herüben ist viel höher. Da ist quasi so eine Astwölbung, oder wie man das sagt. Und jetzt kann die Lade hier in die Höhe. Und dafür schraube ich da eine Leiste hinein. Die werden Makler richten. Bei der Hobelbank angekommen, werden wir diese Führungsanschlagleiste für die Schublade. Die Nadja spielt Cello und ich spiele Gitarre. Sie da, da gern Gitarre spielen, aber es ist ja halt schwach. Da oben ein Strich, dann sieht man ganz schwach. Da herüben muss ich was wegnehmen noch. Also ich tue es nicht überall so auf dieses Niveau hobeln, sondern nur an der Stelle wieder nicht unnötig die Leiste schwächer machen. Perfekt. Da hoble ich eine leichte Schräge an, damit die Lade besser rein kann. So, ich hoffe, das kann man gut erkennen, dass man mit der Lade schön reinfindet. Zwei kleine Nägel und ganz wenig Leim. So, jetzt ist der obere Anschlag für die Schublade auch montiert. Das ist fertig. Jetzt kann ich die Füße eigentlich schon reinleimen. Die zwei Füße da halten bombenfest, die gehen ganz schwer hinein. Und die habe ich durch das Fühlen herumstemmen und schief und schräg und alles, sind die ein bisschen locker. Da tue ich einen Keil mit verleimen und jetzt schneiden wir das auf der Bandsäge einen Schlitz hinein und die Keile richten wir auch gleich. Der ist zu schräg, dann werde ich womöglich mit der Handsäge. Manel vertrocknet nix, kein Hitz, kein Gestank. Und wenn er nicht jammert, dann ist er sicher krank. Das zweite Bein, was mir ein bisschen zu locker ist, das ist mit der Bandsäge riskant. Die Nadja spielt ein Diss, ein Fiss und ein Ziss. Aber fragt's mich nicht warum, sie spielt niemals ein Giss. Jetzt wird's ein bisschen spannender. Damit das alles dann zusammenpasst, werde die Blenden, also die Führungen für die Schubladen, für die Schublade mit verschrauben, mit Kreuzschrauben, nur dass es schnell geht. Und das werde ich dann später durch Schlitzschrauben ersetzen. Weil ich denke mir, wenn ich das jetzt nicht gleich alles verschraube, dann passen die Füße dann nicht so genau und dann kann ich dann aber nicht mehr bewegen. Dafür baue das halbwegs zusammen, kontrolliere die Abstände, alles, schaue so diagonal durch und also so ein Mittelding aus allen, dass das schön abschließt, dass halbwegs gerade ist, also so. Ich werde mit denen anfangen, wo ich die Keile rein muss, weil ich sehe das ein bisschen als problematischer. Es kann nämlich sein, dass der Keil nicht ganz hineingeht und dann steht er mal unten an. Das ist eigentlich ein Problem, was da jetzt auftauchen kann. Ich spiele, dass jetzt alles passt, was soll ich noch kommen? Das, was mich niederrannt. Was soll ich noch kommen, das, was die niederrannt. Jeden Tag geht die Sonne auf, ganz allein nur für mich. Und sie geht auch unter, und das nur für mich. Das habe ich damit gemeint, dass es nicht so ganz einfach ist. So, jetzt muss ich den da irgendwie abschneiden. So, den Keil habe ich jetzt da abgeschnitten, damit er und den schneide ich auch gleich runter, da werden wir dasselbe Problem haben. Ich kann jetzt leben bis an mein End. Ich kann mich gelassen, ich renn an die Wand. Dann jetzt wegschneiden müssen, das war alles zu lange. Jo, kein Mensch geht das was an. Ich will mich nicht in Werten und im Schein verlieren. Kein Mensch geht das was an. Ich will mich nicht in Werten und im Schein verlieren. Da wird zweimal zwei Leiste angeschraubt gerade noch, damit ich das
hinten auch richtig runterziehen kann. Jetzt passt es da. So, und jetzt brauche ich eigentlich nur mehr das Maßband. Die Abstände da kontrollieren. 53,8 sind ganz genau. Passt auch ganz genau. Da muss ich den Schrauf rausgeben. Der gehört ein bisschen runter. Bei so Arbeiten ist es immer gut eigentlich, wenn da noch ein zweiter hier wäre. So, das ist wichtig. Diagonal passen wir. So, jetzt kommen die Zwingen drauf. Jetzt habe ich das alles richtig verleimt da. Da hinten habe ich diese 2x2 Leisten angeleimt, damit das hinten richtig auf Zug geht. Jetzt werde ich das durch Schlitzschrauben ersetzen, wenn es ein bisschen angezogen ist. Und das schaut alles sehr schön aus. Überall gleichmäßige Schattenfuge. Und den Leim werde ich jetzt noch wegwischen. Jetzt habe ich da den Leim überall weggewaschen. Jetzt werden wir abmessen, wie groß die Platte ist, die was da reingehört. Und dann werden wir sich kümmern. Ich habe noch 4x60er Schrauben. Dann werde ich das so hobeln, dass das mit den Schrauben perfekt passt, damit ich das dann von unten schrauben kann. Das ist da ziemlich schön gerade gleich. Die kann ich gleich nehmen. Der Manuel kann alles, kennt sich überall aus, weil er geht bis heute in die Volksschule und kommt niemals nicht raus. Das würde jetzt reinpassen. Innen habe ich das schon geschliffen, bevor ich verleimen. Ich werde es aber dann natürlich nachputzen und das schleifen. Wir sind hier bei meiner Schleifstation mit 120er. Die Nadja, die passt in ein VW Eck. Ich flüge mal zum Rhein, drum kauft zu sich einen Volvo, das war hier aber schei. Kantenbrechen ist hier auch wichtig, damit das schön reinrutscht und nicht dann so streng geht und was ausreißt. Die Streichmaßstriche schleife ich nicht ganz weg, weil ich will schauen, dass man da ein bisschen sieht, dass da gearbeitet worden ist und nicht mehr irgendwie mit einer CNC-Fräse, das in 2 Sekunden gefräst wurde. Also das riecht wie im Märchen, dieses Kieferholz. Okay, 4 Nägel. Lade fertig, wie auch noch dazu mal. Die Leisten, wo das Fach aufliegt, 49,5. Da. 10. Und da 10. Der Manuel hat Stress und Dauerburnout. Aber wenn er mal blau macht, ja, dann kehrt er ganz fest gehabt. Die Nadja, die geht ins... Sitzt, passt und hat Luft. Das zweite werde ich jetzt genauso machen und dann richte ich mir die Bretter alle auf Länge her. Und wenn ich es umgedreht habe, schneide ich mir die Füße aus, weil die Bretter werden bis da vorgehen. Ich glaube, die Leiste auch so weit geht. Jetzt habe ich mir abgemessen, die Fächer, die muss ich schneiden. 84,5 habe ich gesagt. Die Nadja, die geht ins Klo so gern rein, aber manchmal, was halt nicht will, dann bleibt es einfach stein. Jetzt werde ich die Leisten da schleifen und montieren auch schon. Servus, Erich. Gehst du den Hund spazieren, heißt? Ja, ein bisschen dran. Das ist aber neu, den habe ich noch nicht gesehen, ja, oder? Die Ivi. Hallo, Hundtal. Oh, danke schön. Bitte. Ivi. Der Hund auch was, oder was? Nein, nein. Bleib trocken. Jetzt geht's weiter. Mein Freund ist wieder weiter spazieren gegangen. Was haben wir am Eichenholz? Da geht ein Schleifpapier auf. Der Manuel, der geht nur zu Hause aufs Klo. Jetzt sind wir ganz weit weg. Na, was tut er denn da? 4,5 50 mm Schlitzschrauben. Da bohre ich jetzt mit einem 4,5 mal vor. Dann wird ausgerieben. Durch
die Wasserwaage gleiche ich das alles aus. Die Leisten ist jetzt angeschraubt da auf von der Wasserwaage 15, von hier 10 und hier mit dem Brett herunten werde ich dann 15 cm vom Boden entfernt sein. Da herüben habe ich es jetzt auch schon angeschraubt und das da habe ich noch locker lassen. Also hier habe ich noch keinen Schraub, weil es kann ja nicht so genau alles sein. Wie gesagt, mit der Bandsäge und das ist alles in dem Winkel. Jetzt ist mein Plan, dass ich da dieses Stück reinlege und jetzt sieht man hier herüben, dass sie ganz aufliegt. Kann man das erkennen? Und wenn ich jetzt die Leiste hier etwas runterschlage, wird es da immer besser. Jetzt liegt es voll auf. So gleicht man das aus. Das ist wichtig, wie gesagt, dass die Bretter alle aufliegen. Jetzt habe ich mir die Oberfräse gerichtet. Und jetzt fräse ich da mal eine Phase rauf. So, jetzt habe ich überall eine Phase drauf gefräst. Ich habe das so gerichtet, dass immer die rechte Seite oben ist. Wenn die jetzt so dann liegen als Fach, werden die sich so drehen. In der Mitte würde ich es anschrauben einmal, damit es gescheit arbeiten kann, damit keine Risse entstehen können. Und wenn es sich dreht, wird es trotzdem immer schön aufliegen. Wenn ich es so hingegen montieren würde, würde das links und rechts so in die Höhe stehen. Ich werde das jetzt alles schleifen. Das wisst ihr schon, wie ich das mache. Los geht's. Jetzt werde ich die Zwingen abnehmen. Brauche ich dann jetzt nur mehr mit feinem Papier, also mit 220er schleifen. Und dann kann ich ihn schon streichen. Jetzt tue ich nochmal abblasen, damit da der grobe Schmutz weg ist. Ich will mich nicht in Werten und in Schein verlieren. Natürlich wieder mit System wie beim Schleifen, von oben nach unten. Ich steh auf, ja, wenn ich das will, ich leg mich nieder. Das sagt mir alles, das Gefühl. Du legst dich nieder und das machst du. Alles voller Gefühl. Ich fahr weit weg, wenn's mit's nahe drückt. Steh immer wieder auf, wenn's nicht immer hat geglüht. Oft bin ich schon zerbrochen, doch es fit sich immer zusammen. Ich bleib, ich leb mein Leben so gut wie ich kann. Du lebst dein Leben so gut. Da gibt's nur mehr mich. Aber hin und wieder macht er keine Sorgen, da schau ich auf dich. Ich kann jetzt leben, bis an mein Ende. Ich kann mich gehen lassen, ich rein an die Wand. Die Pinsel werde ich mit Leinöl bedecken. Dann kann ich es beim nächsten Mal gleich wieder verwenden. Jetzt lasse ich das einmal trocknen und dann eine kurze Besichtigung, wie es nach dem ersten Streichen jetzt ausschaut. Also das da gefällt mir ja wirklich sehr gut. Da keimen die auch schön raus. Da habe ich extra ein bisschen was von Streichmaß noch lassen, damit man das auch sieht. Da ist auch Streichmaß. Anzeichnung noch. Sehr schön. Mit dem Mittleren fange ich auch. Das Mittlere werde ich gleich befestigen. Dann kann ich von da aus die anderen messen und einschneiden. Ich messe mir da jetzt die Mitte aus. Da mache ich mir bei der Mitte einen Strich. Der Rücken dasselbe. 6,8 ist die Hüfte 3,4. Jetzt habe ich die Mitte. Jetzt muss ich das an den Strich legen. Und es sollte dann eigentlich schön passen. Und das erste reiße ich mir da an. Jetzt mache ich noch einmal Kontrolle, ob die zwei passen. Das sind jetzt 21 mm geworden und da habe ich 19 nur. Jetzt muss ich es ein bisschen rüberschlagen. Der Kopf ist so noch genau am Strich. Wie gesagt, ich schraube das nur in der Mitte an, dann kann das Brett schön arbeiten. Ich reiße mir da jetzt, also ich nehme mir da die Schräge mit Schrägmaß ab. Das Zimt ist ganz genau gleich beidseitig. Naja, schwer zu sagen, es ist rund. 12, 8, 9,
minus 1,5, 7,5 und da herüben minus 1,5. Werde ich mir hier den Winkel anhalten, dann halte ich mir das da so an, reiße da jetzt an, diese Schräge. Das schaut da nicht so viel aus. Das täuscht ein bisschen, da haben wir 6, 8 und da haben wir 6. Da haben wir 6 und da haben wir 5, ja. Also das ist schon so. Und jetzt schneide ich das einmal so ab mit der Bandsäge und dann werden wir das anprobieren. So, jetzt ist das da ziemlich gut. Die Luft da ist aufgeteilt. Da liegen wir an, da konnte ich auch ein bisschen wegrutschen quasi. Dass man das nicht so sieht. Perfekt, jetzt mache ich die andere Seite noch genauso und dann kann ich das streichen. Hier seitlich kann ich nicht so viel Luft geben wie hier, weil ich ja von unten einen Schrauben angeben muss und dann hat der zu wenig Fleisch. Das teile ich mir dann frei, Auge schön auf. Und jetzt kommt einmal die Lade rein. Muss ich ein bisschen einpassen da. Also jetzt werde ich das da seitlich wegschleifen mit der Bandschleifmaschine und hier oben vielleicht noch ein bisschen nachputzen. Lieber zweimal zu viel schauen gehen, ganz ein wenig gehört noch weg. Ja, was mal. Die Ecken da. Kann ich mit einem Messer ein bisschen nachstechen. So wie ich da aufmache, den Zwinger, das hält. Und jetzt wird einmal geschliffen und dann wird das auch gestrichen zwei, drei Mal und dann kann man zusammenbauen. Da ist jetzt so ein Riss, da kann man sich verletzen. Da werde ich jetzt einen Leim so reinwischen. Und jetzt schleife ich drüber. Schleife mit Schleifbacke, mit einem 150er, so weit geht die Maserrichtung noch aus, damit da keine Kratzer nicht zum Sägen sind vom Hupfer. Jetzt schleife ich noch die ganzen Kanten alles da noch. Also das kann jetzt keine Maschine nicht. Mit Gefühl die ganzen Rundungen und Ecken da so schleifen, dass das einen schönen Übergang hat. Ich schleife jetzt noch fertig und der nächste Schritt ist dann das Ölen. Jetzt habe ich alles gestrichen einmal zum ersten Mal. Also schaut schon sehr spannend aus, muss man sagen, oder? Also zum ersten Mal das Gestell habe ich schon gestrichen gehabt, aber die Tischplatte ist zum ersten Mal gestrichen. Beim nächsten Durchgang wird oben wieder fein geschliffen mit 220er Papier. Man kann auch noch mit einem 500 oder was auch immer schleifen. Dann streiche ich die Tischplatte nochmal. Also die Ladenblende werde ich auch zweimal streichen. Und das Fach da unten nur die Oberseite. Aber die Tischplatte, die hat wirklich ein wie ein Kunstwerk. Eigentlich, wenn man sich das wirklich an die Wand hängt, mehr braucht es meiner Meinung nach gar nicht. So, jetzt habe ich das über Nacht trocknen lassen. Jetzt wische das ein bisschen. Oder... Das ist die Ladblende jetzt. Ich habe da mal ein Lager wo aufgekauft mit alten Schlitzschrauben und die sind jetzt die da perfekt. Nachziehen ein bisschen mit der Hand. Mir ist wichtig, dass der Schlitz immer in eine Richtung schaut.
Also da in dem Fall lasse ich es mit der Holzmaserung mitlaufen. Jetzt werde ich nochmal die Rückwand einnageln. Dazu werden mal die Fächer, also die Bretter reingelegt. Und ich will da bewusst freie Auge alles aufteilen. Jetzt werde ich die alle einmal anschrauben in der Mitte ziemlich. Steh immer wieder auf, ein Wasser immer hat geglüht. Oft bin ich schon zerbrochen, doch es fühlt sich immer zusammen. Ich bleib, ich lebe mein Leben so gut wie ich kann. Du lebst dein Leben so gut du nur kannst. Denn ob jetzt, da gibt's nur mehr mich. Aber hin und wieder macht er keine Sorgen, da schau ich auf dich. Ich kann jetzt leben bis am Ende. Ich kann mich gelassen, ich renn an die Wand. Ja, kein Mensch geht das was an. Ich kann jetzt leben bis am Ende. Ich kann mich gelassen, ich renn an die Wand. Ja, kein Mensch geht das was an. Ich will mich nicht in Werten und im Schein verlieren. Kein Mensch geht das was an. Ich will mich nicht in Werten und im Schein verlieren. Den lasse ich jetzt ein paar Tage trocknen. Das war wirklich eine lange Geschichte jetzt für mich. Dieses Projekt ist jetzt beendet. Ich hoffe, der Tisch gefällt euch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es ist viel Handarbeit dabei gewesen. Nichts Hochkompliziertes, aber einfach ein sehr großer Zeitfresser. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Falls euch dieser Tisch voll gut gefällt, nehme ich an, dass euch dieser Tisch voll gut gefällt. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf, dann Daumen rauf. Dann abonnieren ist auch wichtig. Daumen rauf. Ich sage danke nochmal. Dann wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschüss.